Tottenham Hotspur verpasste im ersten Spiel der Post-Conte-Ära wichtige Punkte im Kampf um die Champions League. Auch wenn der abstiegsbedrohte Everton viel hilft. 15 Doucouré wird in der 58. Minute wegen Körperverletzung rot. Im ersten Spiel nach dem Platzverweis von Antonio Conte kann Tottenham auswärts bei Everton nur mit 11 Unentschieden spielen. In einem verrückten Spiel glich Everton in der 90. Minute mit einem Traumtor aus. Nach 66 Minuten zieht alles nach einem hart erkämpften, aber umso wichtigeren Auswärtssieg für Tottenham aus. Kane trifft vom Punkt, nachdem Keane in einen Tackle zu spät kommt. Keine 10 Minuten zuvor sah Doucouré nach einem Angriff auf Kane rot. Aber Everton wird nicht aufgeben. Und in der Schlussphase wird mit Lucas Moura, der auf dem Knöchel seines Gegners steht, auch ein Spurspieler unter die Dusche geschickt. Die Hausherren reichen wieder eine Sicherung. Minute war es Innenverteidiger Michael Keane, der mit einem Traumtor aus rund 25 Metern das 11 erzielte. Während Everton mit einem Punktabstieg in die Abstiegszone verhinderte, gelang es Tottenham nicht, den Vorsprung auf Tabellenfünften Manchester United mit einem Sieg auszubauen. Im Kampf um die Champions League haben beide 50 Punkte, ebenso wie der Tabellendritte Newcastle.